Eine Meditation für mehr Ruhe und inneren Frieden. Leg oder setz dich bequem hin. Lass deine Augen sich sanft schließen. Nehme deinen Atem bewusst wahr. Nehme wahr, wie der Atem durch die Nase einströmt und durch die Nase deinen leicht geöffneten Mund wieder ausströmt. Dein Atem fließt in seinem ganz eigenen Rhythmus ein und aus. Ein und aus. Lass mit jedem Ausatmen ein wenig mehr los. Und du lässt deine Gedanken jetzt kommen. Vielleicht kommen sie von links nach rechts oder von vorne nach hinten oder umgekehrt. Und du kannst sie sehen wie auf dem Bildschirm, wie auf einer Leinwand, wenn du es jetzt willst. Du kannst dich dazu ein Stück zurücklehnen, nach hinten, in die hinteren Reihen deines eigenen inneren Kinos und dabei deine Gedanken wie Bilder beobachten. Und sie verändern sich. Die Farbe kann verblassen. Sie werden vielleicht schwarz und weiß. Und du kannst sie auf dieser Leinwand nun schwarz und weiß sehen. Es sind die Dinge, die dich beschäftigen, während dein Körper hier mit seiner ganzen Schwere sich in die weiche Unterlage drückt. Und du kannst aus diesem Kino rausgehen, dabei gleichzeitig die Dinge des Tages hinter dir lassen, dich irgendwo auf eine Bank setzen. Vielleicht unter einem Baum, vielleicht ist es eine Weide. Die schon ihre kleinen Blätter herausgebracht hat, kannst deine Augen dort schließen, die laue Luft des beginnenden Frühlings genießen, die wärmende Sonne auf deiner Haut und deiner Kleidung spüren und dich ein Stück weit treiben lassen. Vor deinem inneren Auge kannst du einen See entstehen lassen, vielleicht aus deiner Erinnerung oder aus einem Traum. Ein kleinen See mit spiegelglattem Wasser, einen kleinen See, ganz glatt. Vielleicht hast du schon mal einen Stein in einen See hineingeworfen und beobachtet, wie das Wasser dadurch in Bewegung kommt, wie Wellen entstehen, wie sie sich alle nach allen Seiten ausbreiten, wie der Stein auf den Grund des Sees sinkt und dadurch das Wasser auch unter der Oberfläche in Bewegung kommt. Jedes kleine Ereignis beeinflusst das Ganze. Erst wenn die Folgen dieser kleinen Ereignisse verklungen sind, kehrt wieder Ruhe in den See ein. Das träge Wasser des Sees strebt danach, in einem schwebenden Ruhezustand zu sein. Stell dir vor, dass deine innere Ruhe wie ein See reagiert, indem du hier entspannt und gelöst auf dem Boden liegst. Gibt es keine Ereignisse mehr, die die Ruhe deines inneren Sees stören könnten. Bemerke, wie sich die Ruhe in deinem inneren See ausbreitet. Beobachte, wie kleine und immer kleiner werdende Wellen auf diesem See unterwegs sind, wie sie an Land ankommen und dort ihre Energie abgeben. Beobachte, wie das Wasser auch unter der Oberfläche
immer mehr zur Ruhe kommt, wo sich Wasserteilchen in ganz leichten Strömungen bewegt haben, finden sie jetzt immer mehr ihren Platz und kommen frei schwebend zur Ruhe. Spüre, wie sich diese gelöste, diese friedliche Stimmung über diesen See ausbreitet, wie sie sogar in die Luft übergeht, wie sie vom Land übernommen wird. Betrachte deinen inneren See. Seine Oberfläche ist glatt, gleichmäßig glatt. Es ist kaum noch ein Unterschied festzustellen, was sich außerhalb des Sees befindet und was sich darin spiegelt. Eine perfekte, glatte Oberfläche, die einen in sich ruhenden See begrenzt. Beobachte, wie sich dein innerer See in diesen Ruhezustand begibt. Mit dem Bild deines inneren Sees kannst du jetzt wieder die Augen öffnen und spüren, wie sie die ruhige und friedliche Stimmung auch hier zu spüren ist. Wenn du magst, dehne und strecke dich lang durch den Körper und genieße aufkommendes Gähnen. Sei jetzt wieder frisch und wach.